Herr von Plettenberg, Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Ehrengäste, die schon begrüßt worden sind, sehr geehrte Damen und Herren, Mann, was für ein Start in die Woche. Nagelneues Industriegebiet, nagelneue Hightech-Fabrik und dann dieses Commitment, diese Botschaft an die Zukunft, das erlebt man wirklich nicht alle Tage. Der Umstieg auf CO2-neutrale Energieträger zählt zu den größten Transformationsprozessen unserer Zeit. Dabei ist grüner Wasserstoff von zentraler Bedeutung. Er ermöglicht die Dekarbonisierung von Bereichen, die durch direkte Elektrifizierung nicht oder nur sehr schwer zu dekarbonisieren sind. Als Alternative zu fossilen Brennstoffen wird Wasserstoff gebraucht in der Industrie, im Schwerlastverkehr, im maritimen Sektor und in der Luftfahrt. Der Bedarf ist sehr groß. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geht davon aus, dass wir 2030 einen Bedarf von 130 Terawattstunden haben. Das ist die fünffache Menge des gesamten Windstroms, der in den deutschen Offshore-Windparks im vergangenen Jahr produziert wurde. 130 Terawattstunden 2030. Das ist in 5,5 Jahren. Mit anderen Worten, die Zeit drängt. Es gibt weltweit ehrgeizige CO2-Ziele. Wir sind gestern von einer Delegationsreise aus Asien zurückgekommen. Man steigt kaum irgendwo aus dem Flugzeug und schon am Flughafen steht Net Zero by 2050, 2040. In München stand 2035, galt aber nur für den Flughafen von München. Und das sind alles sehr ehrgeizige Ziele. Fragt man aber in den Meetings, mit welchen praktischen Maßnahmen schon praktisch begonnen wird, ist es oft schweigsam. Das darf uns in Deutschland nicht passieren. Und deshalb kommt die Eröffnung des Gigahubs von Quest One zur richtigen Zeit. Die hier produzierten, ja, Applaus für diese zukunftsweisende Investition. Die hier produzierten PEM-Elektrolyse-Stacks sind das Kernelement der Erzeugung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab. Mit einer geplanten Gesamtelektrolysekapazität von mehr als 5 Gigawatt pro Jahr leistet sie einen wichtigen Beitrag für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Der Hamburger Senat hat das Unternehmen sehr unterstützt, die Stack-Entwicklung und Produktion in Hamburg anzusiedeln. Herr von Plettenberg, Sie haben es erwähnt, ich habe gehofft, dass Sie das so sehen. Sollte sich das mal ändern, sagen Sie Bescheid. Sie haben ja noch viel vor hier. Als Zentrum einer Metropolregion mit über 5 Millionen Menschen, als ein starker Wirtschafts-, Logistik- und Industriestandort wollen wir, dass die Energiewende gelingt. Unsere Wirtschaftsleistung pro Einwohner war im vergangenen Jahr so groß wie in Singapur. Das ist übrigens auch ein Applaus wert für die erfolgreichen Hamburger Unternehmen mit den vielen fleißigen Beschäftigten. Wir haben den Anspruch, die Energiewende mitzugestalten, sie voranzutreiben und Hamburg als einen zentralen Wasserstoffhub in Europa zu positionieren. Daran arbeiten wir mit Verbundprojekten zur Energiewende, mit einem massiven Ausbau der Energienetze, mit einem städtischen 100-Megawatt-Elektrolyseur und dem Aufbau eines Wasserstoffnetzes, das an das Hyperlink-Fernleitungsnetz angeschlossen wird. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, die meisten Vorhaben werden von der Bundesregierung gefördert. Dafür herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, schon jetzt ist klar, dass der Bedarf an grünem Wasserstoff die Produktionskapazitäten in Deutschland übersteigt. Mindestens 50% müssen aus anderen Staaten importiert werden, die einen Überschuss an Wind, Wasser und Solarenergie haben. Der Strom kann nur leider nicht über 10.000 Kilometer lange Stromkabel nach Europa gebracht werden. Er kann aber vor Ort in Wasserstoff und Wasserstoffderivate umgewandelt werden, mit geeigneten PEM-Hochleistungselektrolyseuren. Für den Transport der Wasserstoff- oder ammoniakgebundenen Energie gibt es dann schöne Schiffe und schöne Häfen, wie zum Beispiel den Hamburger Hafen, in dem 2027 der erste deutsche Importterminal für grünen Ammoniak in Betrieb geht, der noch vor Ort in einem Cracker in Wasserstoff zurückgewandelt wird. Im Prinzip ist die Geschichte also recht einfach. Man braucht nur die entsprechende Technik, eine passende Infrastruktur, internationale Beziehungen, die wir von Hamburg aus gerne aufbauen, mit schon mehr als 10 internationalen Wasserstoffvereinbarungen. Und man braucht innovative Unternehmen, die nicht kleckern, sondern klotzen.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Eröffnung des Gigahubs von Quest One ist ein Meilenstein der Energiewende. Ich gratuliere zur Eröffnung und wünsche Quest One und seinen Partnern viel Erfolg. Herzlichen Dank.